In diesem Video geht es mal um Topological Naming an einfachen Beispielen demonstriert. Ich habe also hier zwei Zylinder und einen Cube und ich mache dort draus eine Fusion. Ich kann also erst den Cube und den Zylinder, blende den anderen mal aus, die beiden fusionieren, dann entsteht so ein Fusionsobjekt und dann hänge ich den dritten Zylinder noch dazu. Das wäre quasi hier dieses erste Objekt. Und ich könnte genauso gut die Reihenfolge anders machen. Cube, den zweiten Zylinder fusionieren und dann den ersten Zylinder dazu. Oder was ich hier unten habe, ich könnte den Cube, den Zylinder und den Zylinder 1 auf einmal fusionieren. Das sind also alles verschiedene Möglichkeiten, die am Ende das gleiche Ergebnis rausbekommen. Und wir wollen jetzt mal sehen, was an Ergebnissen da rauskommt, was die Benennung der Flächen ausmacht. Ich wähle jetzt einfach mal dieses erste Beispiel und das zweite, Fusion 1, Fusion 3, und habe hier ein Skript, der die Flächenbezeichnungen miteinander vergleicht. Und da bekommen wir Folgendes raus. Wenn wir die miteinander vergleichen, ich habe also hier vorne immer die universelle Flächen-ID, die ich berechne. Und hier hinten stehen die beiden Nummern, welche Fläche ist es einmal in dem einen und in dem anderen Körper. Einmal ist es also die 0, das heißt Phase 1 und 18 bedeutet Phase 19. Dann haben wir hier 1 und 10 und man sieht, wie diese Zahlen alle voneinander abweichen, obwohl ja das Ergebnis das gleiche ist. Nur hier unten haben wir mal 14, 14, 15, 15 und das war's schon. Das ist jetzt ja so eine Staffelung. Ich mache erst die Fusion von zwei Objekten, dann setze ich auf diese Fusion ein drittes Objekt drauf. Jetzt habe ich hier unten mal was anderes. Ich habe jetzt hier einfach alle drei Körper mit einem Schlag fusioniert auf Fusion 4. Und Fusion 5 ist das gleiche nochmal, nur dass die Reihenfolge anders ist. Also hier habe ich Cube, Zylinder 1, Zylinder 0. Hier habe ich Zylinder, Cube und Zylinder 1. Zwei verschiedene Möglichkeiten. Auch hier Demonstration. Ich rechne mal aus, wie ist die Flächenbenennung. Und dann sehen wir, es ist hier genauso chaotisch. Das heißt, auch hier gibt es nur wenige Fälle, wo die gleiche Fläche auch den gleichen Namen hat. 18, 18 haben wir hier. Hier hinten unten ist 6 und 6. Und das war es dann auch schon. Hier vorne also meine Identifikationsnummern, die jetzt alle eindeutig sind. Und zu jeder Identifikationsnummer, die ich habe, haben wir hier hinten auch jeweils zwei Flächen. Einmal von der ersten Fusion und dann von der anderen Fusion. Und hier haben wir die Gärten. Und da sehen wir, meistens ist es auch eindeutig, bis auf hier. Es gibt hier Gärten, wo drei Flächen dazugehören. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie hier oben. Hier habe ich eine planare Fläche, da gehören hier 1, 2, 3 Flächen dazu. Das gleiche habe ich hier unten. Da haben wir hier genau das gleiche. Ansonsten ist es relativ heile Welt. So, was wir also in dem Beispiel gesehen haben, ist, abhängig von der Reihenfolge, die ich durchführe, bekomme ich unterschiedliche Benennungen der Flächen raus.